Das funktioniert wirklich. Kannst Hendrik damit umfahren und ihn looten? Nach dem dritten Mal liebt er dich und belästigt dich nicht mehr. Funktioniert das wirklich, Roland? Ich würde das machen, tatsächlich. Also, bring mich nicht auf Ideen. Ist es nicht besser, die Kälber statt die Kühe in die Scheune zu sperren? Ja, ich glaube auch. Aber ich habe ja tatsächlich nur das eine Kalb mache ich ab morgen. Hat das schon jemand anderes probiert? Frag von Freund. Nächste Nacht können wir ja mal, oder nächsten Tag können wir ja mal nochmal Stullen machen, ne? Wie sieht's hier aus? Zwei Flaschen sind fertig. 7 Stunden noch, die schlafen wir. Uhr. Geht keine normale, kein normaler Mensch geht um diese Uhrzeit ins Bett. Aber Kasimir! Kasimir, Kasimir. Die einzige Hoffnung ist der Herd in der Küche, aber der Teufel selbst muss hineingezogen sein, denn er braucht so viel Brennholz wie das Fegefeuer. Es wird mehr Holz benötigt, immer mehr. Auch Hendrik schießen fand ich viel lustiger. Ja, vor allen Dingen alle am Markt fanden das lustig. Leute, Sprit, ne, ist nicht mein Problem. Ich habe 90 Kannen Kraftstoff, also Sprit ist nicht mein Problem, tatsächlich. So. Moinsen. Oh. Weiß, wer mich jetzt hasst. Och, ich schaffe es um 20.54 Uhr ins Bett zu gehen. Alter, muss es mir schon richtig, richtig schlecht gehen, tatsächlich. Ja, Tiere schlafen noch. Dann können wir jetzt erstmal in Ruhe frühstücken. Nochmal ein Ei hinterhauen. Und nochmal den Sprit aus Dings nehmen. Das sind Biere. Da sind die leeren Flaschen. Oh, noch eine Bämme essen. Hier. Konsumiere. Man kann auch die Bären mit dem Trecker überfahren. Echt? Wirklich? Erzählt mir nicht solche Sachen, wenn das nicht stimmt, ne? So, was haben wir denn noch an Maische? Hier haben wir noch Heidelbeermaische. Heidelbeermaische. Machen wir auch nochmal fertig. Falls der Sprit zur Neige geht, kannst du ja 9 brennen. Ihr bringt mich auf Ideen, Leute. Ihr bringt mich auf Ideen. Nein, nein, nein. Ach, warte. Zwölfeinhalb Stunden. Haben wir jetzt Asche in dem Eimer drin, oder nicht? Nee. Aber wie... Ach, der hat die Asche wieder so genommen, obwohl ich einen Eimer hatte. Geh mir nicht auf den Sack mit dem Scheiß, ne? Ganz ehrlich. Das mit der Asche geht mir richtig auf den Sack. Ich habe einen Eimer gehabt. Dir ist kalt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jappel nicht rum. Du bist ein Mann und keine Memme. Ja. Warte. Alles. Bestätigen. Es sind schon 2 Säcke jetzt. Ja, denn nicht. Den geben wir nicht. Asche ist buggy. Ja, ja. Dann hat der Trecker eine Delle, wenn du ihn Bär umfährst.
Thaddäus hat Treckermeische. Aber ich kann mit diesem blöden Trecker nicht umgehen. Das ist mein Problem. Ich kann mit dem blöden Dings nichts umgehen. So, hier. Nimm Tier heraus. Raus da. Nimm Tier heraus. Es liegt Frost in der Luft. Ich weiß, ich weiß. Komm mit Kuh. Gib Gas. So. Und du auch. Und du kriegst gleich noch Äpfel. Mit dem Fahrrad Hendrik umfahren kann ich nicht. Das kann ich nicht. Bin ich nicht in der Lage zu. Mein Trecker ist an einem Gänseblümchen verunglegt. Wieder total Fritte war vom war vor dem Patch. Was? Was soll das alles? Ja, dein Leben ist schwer, du bist traurig und. Ihm ist kalt und er braucht schon wieder, wer hätte es gedacht, Tee. So, jetzt kriegen wir erstmal hier unser Schweinchen erstmal Apple. Und zwar alle. So. Flauschi, hast du genug zu fressen? Die Kühe haben auch genug zu fressen. Ach, die Hühnereier sind ja noch. Hallo Wolf. Einen wunderschönen guten Abend. Kein Schnaps geben. Nee, natürlich nicht, aber Tee. Weil ohne Tee kriegt der Winterdepression, der Gutste. Aber wenn ich jetzt hier mal gucke, Kasimir hat keine Lust, zu schnell zu gehen oder zu viel zu tragen. Dieser traurige Zustand kann durch durch glücksbringende Getränke oder eine angenehme Wärme überwunden werden. Na, Kuh. So sieht die Luft da draußen aus, genau. Wie kann ich mich ein bisschen besser fühlen, indem du mal jetzt in eine warme Bude kommst, ne? Gucken wir mal, was sagt denn unser Temmo-Dingsbums? Ich kann es nicht genau erkennen, aber es zeigt minus 25 Grad an. Ja, mein Großer, ist gut. Guck mal, wir entzünden hier mal das Feuer. So, erstmal für 3 Stunden. Vier Stunden. So, wir machen mal die Türe zu. Die armen Tiere können ja ruhig frieren, das ist ja kein Problem. So, dann wird uns gleich wohlig wärmer. Ich stelle ihn immer an den Ofen und stopfe ihn mit Äpfel voll. Nix mit Tee. Ja, wenn es da Bier gehen würde, würde ich das auch. Aber ich habe Angst, dass der wirklich jetzt dann nachher nichts mehr tut, ne? Also so gar nichts. Aber Äpfel ist eine gute Idee. Er kann sich auch mal ein bisschen gesünder wieder ernähren. Ich habe ihn schon lange nicht mehr damit vollgestopft. Ne, so. Ein paar davon haben wir ja noch. So, und dann stellen wir ihn mal... Ja, ist doch gut. Wir stehen doch hier vor dem Ofen, siehst du, so. Und dann können wir mal gucken. Wir haben nämlich noch 2 Quests. Niemand mag Henrik. Jedes Mal, wenn ich dieses Weichei sehe, kocht etwas mir hoch, aber ich bin zu klein, um mit ihm umzugehen. Ich habe Angst vor ihm. Ja. Das war die Anna. Deswegen müssen wir den auch bedingsen. Kämpfen.
Und der Johann, der sagt, er möchte Fuchspelze haben. Einen. Den haben wir ja beim letzten Stream nicht gefunden. Der braucht auch keinen Tee. Einfach eine Prügelei mit dem Schwachkopf, dann wird ihm warm genug. Ja, ich befürchte sowas. Nur ist es so, dass ich das ja nicht kann. Wie ihr ja wisst. Und, jetzt ist es doch warm hier drinnen. Was hat der denn? Das ist so ein Weichei, wirklich. Was soll das alles? Ja, ja, ja. Also mit vor dem Ofen stehen und Apfel einfüdeln und so funktioniert nicht wirklich gut. Wir gönnen dem Gutsten mal einen Tee. Einfach mal. Siehste, dann wird ihm schon wärmer. Das Leben ist so traurig und so hart. Aber wir könnten in der Zeit schon mal hier in Scheiben geschnittenes Brot. Können wir ja schon mal machen, damit wir wieder schicke Brote Stullen machen können. Erst anschießen, dann verkloppen. Ja, anschießen, der läuft ja weg, das blöde Teil. Das mit dem Anschießen haben wir ja schon probiert. Wodka oder Bier hilft noch besser. Roland, du weißt doch. So. Brot ist geschnitten. Dann können wir hier eine Klappstulle noch machen. Davon haben wir ja tatsächlich noch ein bisschen genug. Ich denke mal, zum Kochen wird er ja wohl bereit sein, oder? Das wird er ja wohl schaffen. Sich ein paar Stullen da fertig zu schmieren. Das kann er ja wohl, ne? Das kann ja sogar ich. Das kann ja sogar ich. So. Du musst ihn die Beine ihn in die Beine schießen, dann kann er nicht stiften gehen. Echt? Andreas, sagst du mir, dass das jetzt wirklich funktioniert? Der braucht eine Frau. Ja, natürlich braucht er eine Frau, aber das ist nicht implementiert. Das hatten die geplant gehabt. Ich habe mir ja die Kickstarter-Seite mal angeguckt gehabt. Und je nachdem, wie viel die da quasi für die Entwicklung an Pinunzen eingenommen haben, dementsprechend weit wollten sie das entwickeln. Und geplant hatten die wirklich auch dieses Social Leising, dass er mit Frau und bessere Maschinen und so weiter. Aber das ist ja irgendwie, wird das nicht kommen, glaube ich. Kam dem nicht so hinterher. Das wird wahrscheinlich nicht so kommen. Der Ehemann beschäftigt sich heute tatsächlich. Ich bin sehr stolz auf dich. Okay, die Butter ist alle, aber Butter können wir machen. 5 Minuten. So, und jetzt können wir auch wieder Klappstulle machen, ne? Siehste? Wie gut, dass wir die Kühe gemolken haben. Und unserem Kasi geht's wieder gut. Allerdings haben wir auch jetzt schon wieder 15.31 Uhr. Sehe ich auch so. Die kann man dann mit 8 Distillen den ganzen Tag schwarzen brennen. Ja, da hätte ich jetzt keine Lust zu, sage ich dir ganz ehrlich. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe jetzt 3000 und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ne? Das ist eine Tatsache. Könnt mir jetzt noch eine Kuh kaufen.
könnte mir jetzt noch, was weiß ich, ein Pferd kaufen, was ich dann genauso durchfüttern müsste, wofür ich tatsächlich auch keinen Stall habe und. Aber irgendwie ist das nicht greifbar. So, er hat sich aufgewärmt, ihm geht es gut. Den Tieren augenscheinlich auch. Und es schneit. Was ich jetzt nochmal machen werde, ist kurz mal drüben gucken. Gibt es im Winter Füchse? Nein, Füchse gibt es eigentlich immer, aber sieht man die im Winter besser? Nur mal ganz kurz so, bevor es ganz duster wird. Weil wir hatten ja letztes Mal diese Springfüchse. Die sich ja hier durch die Wälder getrieben haben. Aufräumen könnten wir ja auch noch mal, aber ob ich das als Ziel habe, eher weniger. Habt ihr im Winter Füchse gejagt, wer das Spiel spielt? Aber man sieht gar keine Tiere im Winter, ne? Die sind auch schlau. Oh, da! So, jetzt. Bleib stehen, du Schweineteil. Bleib stehen. Nein, lauf nicht weg! Oh, was ein Scheiß! Wildschwein. Kann ich bis da hinten schießen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Drecksteil! Springt wie ein Hase über den Berg, ey! Blödes Stück! Oh! Achso, nachladen sollte ich vielleicht auch. Schieß 3 Kilometer höher, oder was? Was ist das denn? Bleib hier, du Scheißteil. Bleib hier. Weiß, dass es wird düster ist. Aber ich hatte die Hoffnung, dass er hier irgendwo hängen bleibt. Tut er. Tut er, tut er. Nachladen. Nein! Nein, 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 nein! Bleib hier, du Schweineteil! Echt jetzt? Er? Ja? Du bist tot. So. Es liegt Frost in der Luft. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, Gott sei Dank. Laufe ich in die richtige Richtung? Nee, da lang? Ja. Wir üben das zum nächsten nochmal.
Ja, ich habe auch nur diesen. Ich wollte auch nur diesen einen Fuchs für die Quest haben. Ich würde keine Füchse erschießen wollen. Warum auch? Die tun mir ja nichts. Der einzige, der mir was tut, ist der Bär. Und dir ist kalt, ich weiß, mein Hase, ich weiß. Alles gut. Wir sind schon auf dem Weg nach Hause. Wie gut, dass es in Silesia ein Navi gibt. Ja. Ich würde mich auch hemmungslos verlaufen. Also da bin ich sehr gut drin, ne? Die können wir mal außer Hand legen. Also ich habe jetzt auch tatsächlich nur diesen einen Fuchs erschossen, weil ich das für die Quest brauchte. Ansonsten eher nicht, ne? Guck mal, alle Tiere schlafen schön draußen im Schnee, so wie sie es gehört. Er friert hier, aber das ist mir Wurst. Wir ziehen dem Fuchs mal das Fell ab. Beginne. So. Aufgabe beendet, hol dir ein Fuchsfell. Wir gehen jetzt essen, trinken und bringen dann morgen die Quest weg. Also das war jetzt alles wieder mehr Glück wie Verstand. Das war nicht kein Können. Hab einen Bär von Kutschersitz mit dem Pferdefuhrwerk erschossen. Echt? Greift er dann nicht an? Oha. Ach, schon wieder die Asche. Entferne die Asche. Ja. Mach mal hier ein bisschen 5 Stunden, 6 Stunden, dass wir hier ein bisschen Holz haben. So. Den Ascheeimer stellen wir jetzt hier hin. Wenn denn Asche drin ist? Nein. Wo ist jetzt die Asche hin? Ich weiß es auch nicht. Egal. Schnell mal noch eine Klappstulle essen. Fleisch kommt hier rüber. So. Klappstullen haben wir ja genug. Können wir uns nochmal richtig ein dicke futtern. Ihr neuer Mantel sieht sehr schick aus. Wer weiß, wie viele Polyester dafür sterben müssen. So, 8:12 Uhr ist zu spät, 7:12 Uhr ist okay. Dann sollte es ihm ja tatsächlich morgen etwas besser gehen, nach dem Schlafen und Wärme. Acht Stunden Schlaf ist ausreichend, würde ich mal so sagen. Und da wir die Kühe ja jetzt so momentan sowieso nicht melken. Bist du noch an? Natürlich bist du noch an, ne? Ja. Nein, natürlich nicht. Guck mal, wenn ich jetzt wieder mache, entferne die Asche, dann habe ich sie wieder im Inventar, oder? Geht so. Der Ärmste. So, 4 Flaschen brauchen wir. Da. Bestätigen.